Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Dann blicken wir auf unsere kommende Aufgabe. Am Sonntag geht es für den FSV Zwickau zum Berliner AK. Anstoß im Poststadion in Berlin ist um 13. Was? Ah ja, was soll ich anmachen? Wo soll ich drauf drücken? Aufs Rot? Rote drücken? Aufs Rote? Gut, dann setzen wir da jetzt direkt an. Rico, hinter uns liegt eine lange Woche, das Punktspiel oder das letzte Punktspiel, letzten Freitag, ja. Jetzt erst am Sonntag wieder im Einsatz. Lange Woche, die es da galt zu überbrücken. Ihr wart durchaus auch aktiv mit dem Testspiel, mit deiner Einladung zum Geburtstag. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einen kleinen Abriss geben, wie die Woche bisher verlaufen ist. Ja, und wie ihr euch dann dementsprechend auch auf das Spiel in Berlin vorbereitet habt. Die Woche begann schon mit einem Höhepunkt für uns, nämlich am Dienstagabend, dass wir einen Turm spielen durften. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es ist ein Amateurverein. Die Jungs gehen arbeiten, hatten am Wochenende auch Spiel. Und dass wir das so kurzfristig hinbekommen haben, einfach auch mal aus dieser Trainingsroutine, aus diesem Trainingsalltag rauszukommen und auch mal 10 gegen 10 spielen zu können. Und da ist das Ergebnis völlig zweitrangig, drittrangig, sondern dass wir in die Bewegung kommen, dass wir auch die Spielfreude sehen. Und das hat unterm Strich wirklich auch ganz, ganz toll auch funktioniert. Und da nochmal ein großes Kompliment auch an Turm, Motorturm, dass wir dort spielen durften. Und auch die Jungs haben sich riesen Mühe gegeben. Das Ergebnis ist dann halt leider zweistellig geworden. Aber an so einem Spiel wie ein Dienstagabend sehen wir auch, dass es eine Entwicklung gibt. Wir haben uns letztens noch unterhalten, Robin, wenn ich da so an Wesendorf zurückdenke, das war praktisch die ähnliche Spielklasse, wo wir uns schon sehr, sehr schwer getan haben, logischerweise, weil das war, alle haben sich nicht gekannt und die Struktur hat gefehlt. Und ja, das ist auch so ein Entwicklungsschritt. Dann haben wir das ein bisschen aufgelockert mit dem Mittwoch, ja, hat sich jetzt rumgesprochen, für mich auch eine monströse Zahl und ich wollte jetzt das nicht alleine im Kellerlein verbringen, sondern den Tag auch mit jungen Menschen, meine Frau, meine Familie geht ja arbeiten, mit jungen Menschen verbringen, zumindest in den Vormittag. Footgolf spielen mal was ganz anderes, hat auch vom Wetter her gepasst, sensationell und jetzt sind wir aber schon noch gestern zu heute hin in den, sagen wir mal so, in dem Modus Wochenendspiel, das wird für uns ein dicker Brocken, Berliner AK. Warum dicker Brocken? Weil die Erwartungshaltung natürlich auch außerhalb jetzt der Mannschaft, von unseren Fans, von den Zuschauern der Gestalt ist, jetzt muss es doch endlich mal gelingen, auswärts zu punkten. Wenn nicht in Berlin, wann dann? Weil wir hatten ja bis jetzt auswärts Spitzenmannschaften, gegen die wir spielen mussten und bis jetzt 0 Punkte, ein sehr, sehr schlechtes Torverhältnis uns auch geholt. Und jetzt spielen wir gegen Berliner AK und da kann ich nur sagen, Obacht, weil auch die Mannschaft hat eine Entwicklung genommen. Ich hatte den Berliner AK im ersten Spiel gegen Luckenwalde gesehen. Das ging 6-0 aus. Und wenn ich jetzt einfach nur noch die Mannschaft hernehme von damals, das ist jetzt ja auch 3 Monate her, zum letzten Wochenende, da spielen nur noch 3 Mann in der Mannschaft. Der Rest ist nochmal hinzuverpflichtet worden und auch anhand der Bilder, die wir uns auch jetzt im Vorfeld des Spiels zum Sonntag hin angeschaut haben und anschauen werden weiter, gibt es dort auch eine absolute Entwicklung. Und wir sind jetzt ja de facto Favorit. Das ist ja auch eine Rollenverteilung. Wir haben 8 Punkte, Berliner AK hat 3 Punkte, hat noch kein Spiel gewonnen, hat nur ein Tor erzielt. Und das sind alles so Parameter, wo wir ja, gefühlt so der Favorit sind, aber das sind wir nicht. Ja, das ist jetzt genauso auch wieder ein Streckspiel, wo wir an unsere persönliche Bestleistung rankommen müssen, um in Berlin zu punkten. Natürlich ist das vorrangige Ziel, dass wir den Bock umstoßen auswärts, auch dort auch zeigen, wir können auch auswärts punkten.
Aber es ist für uns auch ein Spiel, wo wir wirklich alles in die Waagschale reinwerfen müssen. Dann danke ich dir für deine einleitenden Worte. Dann geht's weiter mit euren Fragen. Dann frage ich jetzt, weißt du schon an? Ist an. Ich würde gern wissen wollen, wie es im Kader aussieht. Ja. Ist irgendjemand angeschlagen? Kann jemand erkältungstechnisch nicht? Im Moment ist ja auch ein bisschen Schnupp unterwegs. Genau. Schüssel kann spielen, das ist auch wichtig. Na? Ja, aber auch kurz mal Probleme muskulärer Art. Albe kann nicht spielen, Lukas Albert noch nicht, immer noch von der Hansa Rostock-Geschichte mit der Kopfverletzung. Da gibt es noch kein grünes Licht und Luis Klein steht uns leider auch nicht zur Verfügung. Luis hat es jetzt weggeschmiert, grippal. Ja, also von Dienstag zu Mittwoch. Ging nichts mehr und da ist jetzt Error und da gibt es eine rote Ampel. Die dürfen nicht überfahren. Also er bleibt zu Hause, krank. Alles andere ist im Spielmodus, im Trainingsmodus und die Eindrücke, die wir sammeln, sind sehr, sehr gut. Rico, du hast davon gesprochen, dass euch eine schwere Aufgabe erwartet in Berlin. Was denkst du, was euch spielerisch dort erwartet? Du hast jetzt gesagt, dass die Mannschaft sich, dass die wie ihr im Prozess durchgemacht hat, ja. Berlin, aber auf was müsst ihr euch dort einstellen aus deiner Sicht? Ja, die ist eine Berliner Mannschaft, die spielen schon auch Fußball und anderen Fußball als noch gegen Luckenwalde. Das war wirklich auch ganz viel auch Naivität dabei. Mittlerweile ist dort auch Struktur drin. Da haben sie auch zwei, drei Spieler, die auch schon mal höherklassig gespielt haben, ein bisschen Stabgewicht haben. Haben hohe Geschwindigkeit in der ersten Linie, wie das auch so häufig ist. Also schnelle, flinke Spieler, robuste Spieler. Und die werden natürlich auch da alles daran setzen, das erste Spiel auch zu Hause zu gewinnen und auch Tore zu erzielen. Da braucht man eben ein hohes Maß an Sensibilität in der Deckungsarbeit und da in keinster Weise irgendwas anders zu machen als gegen Chemie Leipzig zum Beispiel, wo wir uns dort reingeknallt haben. Wo wir auch den defensiven Umschalt-Ehrgeiz gesehen haben, immer noch zurückzukehren, hinterm Ball zu kommen. Und genau das sind so die Punkte, die wir auch am Sonntag brauchen. Neben den fußballerischen Elementen in Ticken mehr auch den Ball in den eigenen Heim reinzuhalten, höhere Ballhaltezeiten zu generieren, ohne langatmig zu spielen, zielorientiert natürlich. Aber dass wir den erkämpften Ball länger in unseren eigenen Reihen halten. Frage an Felix. Ihr habt bisher ja zu Hause eine durchaus solide Bilanz hingelegt. Auswärts hakt's. Mit welchen Gedanken steigt man denn als Fußballer dann in den Bus, wenn es heißt, wir könnten doch lieber gegen AK zu Hause spielen? Nee, wir müssen auswärts antreten. Was macht das mit euch? Wie geht er das an als Spieler? Ja, ich glaube, als Mannschaft will man jedes Spiel gewinnen. Und mit den Spielen, die wir bis jetzt auswärts hatten, haben wir ja nicht so gut gepunktet oder eher gesagt gar nicht. Deswegen glaube ich, machen wir uns ein bisschen selber diesen Druck einfach. Und ich glaube, den brauchen wir auch. Weil wenn man ins Spiel geht, wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen, dann bringt man auch andere Leistungen. Aber so, natürlich wäre ein Heimspiel schöner, das muss man schon sagen. Aber wir haben ja noch ein Rückspiel. Weil gerade das Stichwort Heimspiel viel, wie viel Zwickauer werden denn wieder nach Berlin mitfahren? Es war ja zuletzt immer gigantisch, was da eigentlich an Unterstützung gekommen ist. Weißt du, Daniel, was zu irgendwelchen Zahlen? Da wir jetzt in dem Fall keinen Vorverkauf in Zwickau vor Ort hatten, kann ich keine genauen Zahlen euch mitgeben. Ich denke mal, dass der Anhang schon wieder ordentlich mitreisen wird und dass wir dort ja vielleicht sogar annähernd Heimspielatmosphäre haben, weil Berliner AK ist ja jetzt nicht für seine ganz großen Zuschauerzusprüche bekannt. Ne? Und unsere Fans erweisen sich doch in dieser Saison sehr reisefreudig. Ich gehe davon aus, dass man unsere Anhänger schon deutlich hören wird an den Empfangsgeräten zu Hause. Jetzt. An den
Rico, ja. In der Torwartbesetzung bleibt bei dem 2-2-Modell, was genau. Ich ja vor ein paar Wochen angedeutet hatte. Ja. Also Lukas Hiemann steht im Tor. Genau. Genau, und auch die zwei Spieler mit Berliner AK und Chemnitz FC. Da spielt seine letzte Erfahrung, die von Lukas Hiemann, keine Rolle beim BRK. Welche Erfahrung jetzt? Also, 15. Mai gab es dort sein Spiel mit Optik Rathenow, das endete 7-5 für den Gastgeber BRK. Du hast aber ganz schön tief reingegraben. Vorbereitung ist alles, ja. Und trotzdem musst du es dann aufs Feld bringen, das wisst ihr auch. Nee, das weiß ich nicht. Also, wenn du es jetzt so sagst, dann soll es so sein, aber da hat die überhaupt keine Rolle gespielt. Nee. Und was wir ja noch vergessen haben, oder ich vergessen habe, ist Davy Frick, sein letztes Spiel, Sperre. Ne? Dann sind die drei Spiele auch weg, wo wir es dann... Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir erfolgreich sind am Wochenende, dass wir da auch Wettbewerb weiter haben. Ja, es ist jetzt, die Mannschaft ist jetzt breiter, wir haben mehr Spieler wieder im Training und gerade auch im Offensivbereich tut sich da das eine oder andere auch an Alternative auf und wir machen das ja immer wieder auch fest. Der eine oder andere ist vielleicht dann auch mal ein bisschen, ich will es mal sagen, so überspielt, weil eben in kürzester Zeit, in 3 Monaten viele Spiele, wenn man da mal so statistisch das hernimmt, das hat man mal vor Wochen gemacht, wo der eine oder andere, das sind schon 5, 6 Spieler, die in der Hinrunde vielleicht 200 Spielminuten in Summe gespielt haben und jetzt innerhalb von dem Vierteljahr bist du schon bei 400, 500 Spielminuten mit Training und so weiter und so fort. Und das muss natürlich auch der Körper, der Kopf und der Körper auch ein Stück weit auch kompensieren, absorbieren. Und das gilt es halt dann immer ein bisschen auszutarieren. Deswegen ist eine schöne Breite auch gut. Ich würde gerne den Felix gerne. Noch mal was fragen. Felix, deine Entscheidung, hierher zu kommen nach Zwickau, so damals, ich weiß jetzt nicht, ob du von Zwickau damals schon was gehört hast oder... Wie siehst du es heute? Bist du hergekommen und hast gedacht, oh Gott, mal sehen, was es wird? Und ja, wie blickst du da heute zurück? War das eine gute Entscheidung für dich? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zurückblicke, was im Sommer auch bei mir persönlich so los war, aber auch in Zwickau, dann glaube ich, war das schwer abzusehen, wie sich es entwickelt. Aber wenn ich jetzt darauf zurückblicke, da muss ich sagen, da geht es mir im Moment schon sehr gut. Sportlich drumherum. Die Stadt ist wirklich super und dementsprechend kann ich mich im Moment wenig beschweren. Das wollte ich hören. Also hast dich quasi auch gut hier eingelebt, vielleicht auch Wohnung gefunden. Ich weiß ja nicht, ihr wart am Anfang noch viel im Hotel. Seid ihr da alle raus, wenn du das sagen darfst? Ja, ich glaube mittlerweile sind wirklich alle aus dem Hotel. Bei mir ging es ein bisschen schneller, bei den anderen etwas langsamer. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir alle eine Wohnung. Und habt auch eure Lieblingslokale schon gefunden in der Stadt, wo ihr euch gerne aufhaltet als junge Männer? Sitzt man ja nicht nur zu Hause, sondern lebt es auch ein bisschen in der Stadt, glaube ich, oder? Ja, hier und da waren wir schon. Aber ja, da werden wir auch noch öfter sein, glaube ich. Aber muss erstens... ist es ja gut so, wenig dort wegzugehen, weil auch wenig verdient wird. Ist auch gut so. Ja, jeder Espresso kostet Geld. Ja, und dann haben wir ja auch nochmal auch diese Woche so einen Anker gehabt, was wir ja immer alle wissen, gesund uns zu ernähren, auch Sportler. Ja, essen, schlafen, trainieren. Essen, schlafen, in diesem Rhythmus. Da kann ich nicht mit der Sonnenbrille im Espresso-Café sitzen und die Mädels draußen angucken. Ja, das geht schon. Ja, das geht schon. Das geht schon. Genau, dort sich feiern zu lassen, in Anführungsstrichen, nur wenn ich erfolgreich bin. Nee. Und wir sind auch schön und dankbar, dass Felix sich auch für uns entschieden hat. Ja, das sah für einen kurzen Moment nicht so aus an dem Samstagabend, ja, Robin, wo dann der Agent angerufen hat, nee, er kommt nicht nochmal vorbei, zusammen mit den Leuten und hat sich dann trotzdem nochmal einen Schub gegeben. Und das finden wir richtig cool. Ja, also das auch nochmal auch die Dinge sacken zu lassen und nochmal so eine zweite Chance zu nehmen. Na, die haben mich doch gesehen, was ist denn hier los? Das muss da ausreichen. Nee, es hat nicht ausgereicht. Aber
diesen zweiten Move zu machen, hier anzulaufen und aufzutribbeln, das hat uns dann auch nochmal überzeugt zu sagen, der Schüsselburg ist es. Wir hatten ja noch 2-3 andere Optionen, ja, Möglichkeiten, wo da auch die Agenten gedrückt haben, was ist denn nun, wir brauchen eine Entscheidung. Nee, wir wollten den Schüsselburg sehen und haben uns ja dann auch ganz bewusst für den Schüssel entschieden und er auch dann am Ende auch für uns. Sehr schön. Gut, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, wünsche ich euch jetzt einen guten Start ins Wochenende. Ja, bis demnächst. Danke. Tschüss. Dankeschön. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.